Ich werde ab heute meinen Mann nicht mehr schlagen. Dieses Jahr höre ich mit dem Rauchen auf. Ich nehme mir fest vor, in der richtigen Sitzposition zu kacken. Guten Morgen! Gute Vorsätze, die trotzdem nicht eingehalten werden. Heute zeige ich Euch, warum ihr Euch, obwohl ihr Euch viel vornehmt, davon umso älter ihr werdet, kaum was einhalten werdet können. Zugrunde liegt die Wirkungsweise des Gehirns und einer Feedbackschleife, die ihr als neuronales Netz abgespeichert habt. Generell, was ein neuronales Netz ist, das habe ich bereits in einem anderen Video erklärt, das ist hier oben in den Infokarten. Sehr interessant, wenn ihr das nicht wisst, müsst ihr es unbedingt gucken. Das ist die Grundlage für fast alle Verhaltensweisen unserer Existenz. Aber beobachten wir gespannt gemeinsam, wie das Gehirn arbeitet, wenn wir uns etwas vornehmen. Ein gutes Beispiel aus dem vorigen Jahr war bei mir immer, heute esse ich nur Rohkost. Dieses ist eine Willenserklärung, ein Commitment an mich selbst. Erst kommt die Idee, Rohkost, und ich denke mir das quasi und dann sage ich mir selber, dass ich heute nur Rohkost essen werde. Also zuerst der Gedanke und dann das Gesagte. Das ist der Teil einer neuronalen Verknüpfung, der sozusagen den guten Vorsatz beginnt. Der Körper speichert dies ab. Alles begann auch früher in der Kinderzeit mit diesen neuronalen Netzen, wo wir uns das erste Mal quasi als Kind irgendwann gedacht haben, dass man sich irgendwann mal ändern will. Und dann folgte das Sagen. Das Sagen, das kann einerseits ja, als Kind zum Beispiel zu Mama und Papa sein, indem man ihnen felsenfest versichert, dass man ab heute lieb ist und keinen Blödsinn mehr macht. Oder eben dann wirklich gedanklich nur zu sich selbst. Also erstmalig als Kind so, ich werde zu meinen Eltern jetzt immer lieb sein. Ne? Damit begann das alles. So. Zuerst das Denken und dann das Gesagte. Das sind die ersten beiden Stufen. Die nächste Stufe und die letzte Stufe dieser Feedbackschleife, die dann entsteht, ist das Tun. Das bedeutet, nach der Idee mich zu ändern und Commitment das zu tun, dann folgt die Tat oder eben nicht. Aber egal was kommt, das wird im neuronalen Netz als Erfahrung abgespeichert. Also ich habe mir letztes Jahr immer wieder gesagt, ich esse heute nur Rohkost. Dann habe ich tatsächlich den ganzen Tag nur Rohkost gegessen und mein Körper hat das neuronale Netz von ich denke, ich sage, ich tue abgespeichert. Und umso häufiger man tatsächlich seine Vorsätze erfüllt, umso mehr weiß der Körper, dass wenn ich etwas denke und das dann auch sage, das dann auch tue. Und es gibt überhaupt keine Zweifel mehr und der Körper fühlt sich in seiner Komfortzone. Denn es ist das, was er kennt. Was aber passiert nun, wenn ich mir Vorsätze mache und dies nicht erreiche? Also ich denke, ich sage, aber ich tue nicht. Dann speichert der Körper dieses Verhalten als neuronales Netz ab. Und umso häufiger ihr dieses Netz bedient habt, also je öfter ihr mit euren Vorsätzen gescheitert seid, umso schwieriger wird es in der Zukunft, eure Vorsätze zu erreichen. Denn ihr habt eine negative Feedbackschleife kreiert. Und die wird immer stärker. So stark, dass euer Körper mittlerweile davon ausgeht, dass ihr es überhaupt nicht schafft. Und dabei, also wenn ihr etwas nicht schafft, sogar Glückshormone ausschüttet. Denn die Erwartungen ausgehend der Erfahrungen sind eingetroffen und der Körper kann in seiner sogenannten Komfortzone verweilen. Er muss nichts umprogrammieren und keine neuen Erfahrungen einsortieren. Alles ist gut. Das klingt bizarr, weil wir haben ja etwas nicht erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Aber biochemisch ist ganz klar ein Anstieg der Glückshormone zu betrachten, wenn irgendein Ereignis erwartungsgemäß ausfällt. Der Pessimist, der schon immer davon ausgegangen ist, dass die Welt irgendwann untergeht und das seinen Freunden erzählt hat und ja, felsenfest davon überzeugt war und dann am jüngsten Tag steht er vom Abgrund der Erde und er wird gleich sterben. Er wird, so unglaublich es klingt, nochmal eine fette Portion Glückshormone ausschütten. Und deswegen ist es so schwer, einmal erlernte Verhaltensweisen, konditionierte Gedanken und eben auch immer wieder bestätigte Erfahrungen den Kampf anzusagen. Wie könnt ihr das konkret bei den guten Vorsätzen umsetzen? Das ist ganz einfach. Ihr braucht eine positive Feedbackschleife. Ich denke, ich sage, ich tue.
Das bedeutet, ihr fangt an, euch darauf zu konditionieren, dass euer Wort Gewicht hat. Dass ihr, wenn ihr einmal euch zu etwas bekannt habt, dass dieses auch umgesetzt wird. Und daher fangt ihr nicht an, die großen Dinge in eurem Leben zu ändern. Ne? Gerade wenn ihr so noch eine negative Feedbackschleife in euch habt. Sondern ihr baut erst einmal eine neue Basis. Ihr nehmt euch kleine Dinge vor. Ich nehme heute auf dem Weg zur Arbeit den Glasmüll mit in den Glascontainer. Oder ich werde heute einkaufen. Ich werde mich nach dem Duschen einmal richtig abtrocknen, bevor ich wieder die ganze Wohnung nass mache. Einfache Dinge, die ihr vielleicht nur peripher in eurer Bewusstheit habt, die aber nun von euch genutzt werden können, um die positive Feedbackschleife, ich denke, ich sage, ich tue, zu kreieren und auch zu festigen. Also denkt nicht nur einfach an die Gläser, sondern schafft ein verbales Commitment. Sagt laut nach dem Aufstehen, nachdem ihr gedacht habt, ich werde heute die Gläser mitnehmen und vor der Arbeit in den Glascontainer stecken. Laut und deutlich. Es mag euch lächerlich erscheinen, aber mit jedem Mal, wo ihr das tut, erkennt euer Gehirn, auf das Denken folgt das Sagen und das Tun. Und damit ist es immer mehr bestrebt, diese Gewohnheiten, diese Selbstkonditionierung, die ihr schafft, auch zu erfüllen. Ihr seid nicht so bewusst, wie ihr denkt und sagt, ja, das kriege ich halt hin, dann nehme ich mir das vor, dann mache ich das. Nein, es liegt zum großen Teil auch daran, was sind eure Erfahrungen mit euren Commitments, mit euren Vorsätzen, die ihr gesagt habt. So, und das sind Sachen, die laufen dann unbewusst ab. Aber Unbewusstheit ist nicht schlecht, das habe ich schon immer gesagt. Bloß man muss diese Automatismen, also die Unbewusstheiten, selber kreieren und selber bestimmen. Und mit dieser Selbstkonditionierung, mit dieser Feedbackschleife, die ihr schafft, ich denke, ich sage, ich tue, da schafft ihr einen Automatismus, der positiv für euch ist. Der zwar unbewusst dann ist, dass ihr unbewusst die Dinge eurer Vorsätze erreicht, aber das ist ja genau das, was ihr wollt. Ne? Bewusst die Unbewusstheit initiieren. Also und wenn das passiert, dann wird auch nicht mehr automatisch irgendwie den Versuchungen und der Bequemlichkeit hingegeben, was bei diesen Vorsätzen, die man nicht erreicht, häufig passiert, sondern der Geist und auch euer Körper biochemisch erwartet immer mehr, wenn ihr etwas gedacht und gesagt habt, dass ihr etwas auch tut. Es fällt euch plötzlich immer leichter, die Dinge in die Tat umzusetzen. Ihr werdet eure Vorsätze immer mehr erfüllen und vor allem auch biochemisch erfüllen wollen. Fang klein an, wirklich klein. 5-6 Wochen jeden Tag einen kleinen Vorsatz laut aussprechen und erfüllen. 5-6 Wochen. Ist das wirklich so schwer? Wenn du das nicht schaffst, dann bist du gefangen in deinen Automatismen und zwar in den negativen. Und egal wie bewusst du zu sein denkst, du bist einfach nur noch ein Sklave deiner Konditionierung. Und das sind sehr viele Menschen, da musst du dich nicht schämen. Und je älter du wirst, umso wahrscheinlicher ist das. Mit jedem Jahr des Lebens fällt es den Menschen immer schwerer, selbst kleinste Dinge in ihrem Leben neu zu initiieren. Nutze die Chance, wenn du sie hast, und erstelle eine positive Feedbackschleife. Wenn du das tun möchtest, dann schreibe direkt hier in die Kommentare, dass du heute damit anfängst und heute dir etwas ganz Banales Kleines vornimmst, gib dein öffentliches Commitment ab und sammle heute die erste positive Erfahrung bei der Kreierung deiner neuen positiven Feedbackschleife. Ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt, ob einige kommentieren, ob viele kommentieren, wer sich heute was vornimmt, wer sagt, ich möchte heute anfangen damit, eine positive Feedbackschleife zu kreieren. Bis morgen.